So, hallöchen zusammen. Hi zu einer neuen Folge Resident Evil Berserker Mode. Ich sag's gleich vorweg, damit ihr Bescheid wisst. Der Welpe schläft jetzt schon ziemlich lange. Und wenn er aufwacht, muss er sofort in den Garten, weil sonst pinkelt er in die Wohnung. Und das kann also sein, dass die Folge vielleicht ein bisschen kurz wird, weil ich schlagartig aufhören muss, um mit dem Welpen rauszugehen. Hoffen wir, wir haben ein halbes Stündchen oder sowas. Gucken wir mal. Aber jetzt schauen wir erstmal, was uns hier erwartet. Wir haben kaum noch Munition. Ich kann, glaube ich, nichts craften. Cool. Okay, let's go. Jetzt nur noch Ashley finden. Gibt es hier eine Rattentötmission? Bin mir nicht sicher. Sag mal, sitzt der immer hier? Ich glaube, der ist durch... Ist der durch den Mod hinzugefügt? Der wäre mir nämlich noch nie aufgefallen. Und auch die Blutspritzer, ne? Also wenn das der Mod gemacht hat, hat er das sehr schön gemacht. Und, ist sehr schönes Foreshadowing, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist was, das hätten die im Hauptspiel auch machen können. Das ist ziemlich cool. Also entweder ist mir der noch nie aufgefallen, was ich echt nicht glaube. Oder... Das ist wirklich sehr schönes, dazu gemoddetes Foreshadowing. Na klasse. Nice, haben die nice gemacht. Also wirklich, cool. Kleiner Schlüssel! Ey, ich habe anscheinend so viel kleine Schlüssel übersehen. Ich bin schon an so viel kleinen Schlüsselkommoden vorbeigekommen. Super weird. Da denkt man, man schaut sich gut um und lootet. Weißt du, da geht er mit seiner Axt entlang und denkt an nichts Böses. Plötzlich. What the fuck? Okay, wir haben eine ganze Familie von denen. Hey, wie ich jetzt wünschte, ohne Scheiß, dass ich eine Blendgranate hätte. Ein kleines Blendgranätchen würde jetzt hier echt ganz schön viel lösen. Aber stattdessen habe ich einfach so gut wie gar nichts. Ja, wirklich shit. Okay, warte, stopp. Haben wir noch irgendwas? Nö, ich kann jetzt mit dem Messer kämpfen. Okay, cool. Funktioniert ehrlich gesagt auch ganz gut, ne? Eigentlich gar nicht so schlimm. Wow, ich bin in ein Nest von denen gestolpert anscheinend. Immerhin waren die so nett und haben ein bisschen Munition für uns gedroppt. Warum tust du denn nicht was Gutes? Willkommen! Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ja, ja. Das ist, was ich derzeit habe. Ja, ja. Geh sorgfältig damit um, okay? Ja, ja. Ich gehe sorgfältig damit um. Perfekt. Du bist eben ein Echtkomm. Ich sehe da gerade was, Leute. Ich sehe da gerade was. Eine Möglichkeit. Eine Opportunity. Haha. Leute. What the Reichtum. Ich sehe noch was. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß wirklich gar nicht, woher wir die vier Steine her haben. Aber das ist sehr gut. Das gibt einen sehr köstlichen Schatz. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ich kann dir was Gutes tun. Guck mal. Danke. Bitte, bitte. Ich danke dir. Wir danken uns gegenseitig. Ist das nicht schön? Win, 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 win. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Okay, ich kann schon langsam hier wirklich anfangen, die Waffen so ein bisschen zu optimieren, ne? Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Probier mal, ob's passt. Feuerrate bei der Magnum ist wirklich auch der nutzloseste Skill ever, oder? Nicht weg.
Ich dachte gerade, ey, für den Bruchteil einer Sekunde, wirklich. Weißt, wisst ihr, so diese Blitzgedanken, kennt ihr das? Für den Bruchteil einer Sekunde habe ich da einen Drachenschwanz gesehen und ich war in Dark Souls. Ohne Scheiß. Oh, hätte ich jetzt gern Sniper-Munition. Oh, wäre das fein. Ah, come on. Ey, der hat getroffen. Wow. Ein paar Schuss habe ich noch. Vielleicht reicht es ja noch für die drei. Aber wenn man die nicht, wisst ihr, wenn man die nicht in den Kopf trifft oder so oder Nahkampfattacken ausführen kann oder so, dann sind die schon Bullet Sponges. Bullet Sponge, Schwammkopf. Ne, wenn da Bullet Bob. Oder so. Sponge Bob. Eigentlich passt Sponge Bob schon. Sponge Bob Bullet Kopf. So. So macht Sinn. So, du müsstest doch auch schon ganz schön angeschlagen sein, mein Freund. Stirb, danke. Einen haben wir noch. Ich hab noch 11 Schuss für dich, wenn's wäre. Wäre schön, wenn wir nicht alle brauchen, aber, ne? Ich vermisse ein bisschen im Remake bei Headshots diesen Blick. Na, wenn ihr das Original gespielt habt, wisst ihr genau, was ich meine. Diesen Blick, nachdem man den Headshot verteilt hat, wenn sie dann sich das Gesicht halten und dann dieses wütende Kopf rumreißen und einen anstarren. Das vermisse ich aus zwei Gründen. Erstens wusste ich im Original schon immer ganz genau, wann und wo die hinstarren wütend. Und zweitens war es einfach eine schöne Animation. Ist da hinten... Ne, ist eine Ritterrüstung. Ich dachte schon, da ist ein Garador. Schön langsam überlege ich, ob ich beim Händler wieder Schießpulver kaufen sollte. Für Spinellis. So weit sind wir jetzt schon. Dass ich Spinellis ausgeben würde. Klappe halten. Okay, welche Munition kriege ich? Pistole? Doch, 10 Schuss Pistole, komm her. Gut. Magnum-Munition? Okay, krasser Scheiß. Ah, habe ich hier die Schwelle übertreten? Dürft ihr hier nicht reingehen? Anscheinend. Ich habe ihre magische Schwelle gefunden. Luschen. Ganz recht, lauft. Wird euch aber auch nicht viel bringen. Aha, Nanu. Er ist wieder ums Eck gekommen, damit er den Überraschungsangriff neu starten kann. Beinahe hätte es funktioniert. Ich wäre beinahe nochmal überrascht gewesen. Okay. Wartet mal, war da drin eine Schreibmaschine? Und wenn ja, habe ich gespeichert? Bin ich dumm? Also letzteres definitiv ja, aber... Hallo, Fremder. Hallo, Händler. Ah, stimmt, wir haben ja noch unser besseres Crafting-Bärchen. Das sollten wir definitiv benutzen. Besseres Craft-Bärchen nehmen wir mit.
Hallo, ich bin zu Hause. Wow, meisterhafter Schuss durch die Ritzen, bis in die Spitzen. Seriously, Leute, ihr seid ein bisschen bekloppt manchmal hier. Aus dem Weg! Aber voll interessant, dass der Mod so neue Gegnerkonstellationen auch einfach zusammenfügt, ne? Dadurch entstehen halt strategisch ganz neue Situationen. Das ist schon echt lustig. Ich hätte jetzt wirklich gerne eine Granate. So eine schöne Abkürzung gäbe es hier. Mit einer gut platzierten Granate. Aber so nett wird das Spiel nicht sein, dass es uns jetzt eine Granate spendiert. Ah, oh, ich kann eine craften. Okay, Leute, jetzt passt auf. Das muss jetzt gut platziert sein, weil das kann sehr frustrierend sein, wenn das nicht klappt. Yes, Abkürzung des Todes. Abkürzung des Todes. Ja, ich habe den Nahkampfangriff noch bekommen und jetzt Rückzug. Jetzt Rückzug. Jetzt Rückzug. Schnell hoch. Ich laufe nicht weg. Ich ziehe mich taktisch zurück. Wow, was war denn das für ein Wurfwinkel gerade? Haben die alle Mützen auf, ey. Können mal welche ohne Mützen hochklettern? Das macht viel mehr Spaß, wenn man in den Kopf schießen kann. Noch wer? Oh, schlecht. Ah, ich habe noch ein bisschen. Okay, nehmen wir die. Die haben auch gute Sprunggelenke, ne? Okay. Liegen bleiben. Blut fallen lassen. Dankeschön. Es ist so ein gutes Spiel. Also, der Mod ist auch super, ne? Aber Resident Evil 4 Remake ist einfach so ein gutes Spiel. Ich habe ganz vergessen, wie gut das ist, glaube ich, in dem letzten halben Jahr. Ich bin so gespannt, wenn wir in unserer Reihe durch alle Resident Evil Spiele beim Original 4 angekommen sind. Weil seit 4 Remake erschienen ist, habe ich Original 4 nicht mehr gespielt. Und ich bin sehr gespannt, ob entweder... Es gibt jetzt drei Optionen. Drei Optionen und ich bin sehr gespannt. Entweder sage ich, okay... Resident Evil 4 Original und 4 Remake sind beides für sich genommen sehr, sehr gute Spiele, die unterschiedlich genug sind, dass sie sich quasi nicht irgendwie ablösen oder sowas und ich liebe beide. Das ist möglich und das hoffe ich. Das ist meine Hoffnung. Es könnte aber auch sein, dass ich das Original spiele und mir denke, oh, guck mal, das hat das 4er Remake eigentlich schlechter gemacht und das macht das 4er Remake eigentlich auch nicht so gut und hier ist das Remake auch irgendwie doof. Und dass mir das dann nachträglich das Remake versaut, weil ich ganz vergesse, wie genial das Original eigentlich ist. Oder aber, die dritte Option,
ich spiele es und denke mir so, boah, das Remake macht ja schon sehr viel besser und boah, diese Komfortfunktion fehlt mir schon sehr stark und das hat ja das Original auch nicht gehabt und ich mag das Original nicht mehr, weil das Remake so gut ist. Und das wäre schade. Das sind alles Möglichkeiten, die ich sehr schade finde und ich hoffe, dass es dazu nicht kommt. Ich hoffe, dass ich weiterhin sowohl Original als auch Remake appreciaten kann. Ich glaube auch, dass es so ist, aber ja. So. So einer? So langsam geht ihr Typen mir echt auf den Sack. Das hier ist für mich der Herr der Ringe Part jetzt. Ja, wir sind in der mittelalterlichen Burg und ein Höhlentroll mit einer Urukai-Maske wirft Steine auf uns. Ah, von da kommen wir. Ah, du lebst noch. What? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Indeed. Weil das Ding hier ist leider viel zu ungenau auf die Entfernung. Das heißt, ich lasse jetzt einfach mal kurz stehen. Oh, come on! Was? Ich habe keinen Platz mehr. Das ist nicht akzeptabel. Halt, stopp! Ich habe mich verdrückt, doch nur. Ah, come on. Nein, hört jetzt auf! Die kombon mich hier nieder, wenn ich nicht aufpasse. Aber bisher ist der Bereich hier sehr originalgetreu, ne? Und da vorne steht schon eine Ritterrüstung. Ich habe zu früh gesprochen. Aber okay. Oh, da steht nicht nur eine Ritterrüstung. Wollt ihr mich verarschen, wenn die jetzt alle lebendig werden? Das wird lustig. Aber ich habe einen coolen Plan, wenn die jetzt alle lebendig werden. Oh nein, wir werden hier eingesperrt. Okay, vergesst alle meine Pläne, die ich gehabt hätte. Ganz schön scheiße hier jetzt. Ganz schön scheiße hier jetzt. Kick doch, Leon! Ich wollte ihn nämlich rauslocken und wollte, dass der Steinwerfer die zerwirft, was sehr lustig gewesen wäre. Aber nee, wir werden hier eingesperrt mit denen. Aber es lief ganz gut eigentlich, ne? Ich esse mal einen Fisch. Ein kleiner tut's auch. Ja, aber warte mal, haben wir jetzt... Nee, haben wir gar nichts bekommen hier jetzt? Außer die drei Spinels von den Toten? Keine Ahnung. Wirf deine Steine. So, los geht's.
Ja, aber Moment mal. Wie komme ich jetzt hier hoch wieder? Hallo! Yes! Eine Kanone. Eine Kanone. Und was für eine Kanone. Kommt ihr runter? Cool. Hallo. Noch jemand? Nee, seid ihr euch sicher? Na gut, okay. Das weißt du mittlerweile, oder? Es gibt so Diskussionen. Ich nenne sie immer gern so Twitter-Diskussionen. Twitter ist schon irgendwie nochmal so ein eigener kleiner Kosmos im Internet, der besonders... Also ich weiß nicht, was da los ist. Warum sind alle so fucking wütend auf Twitter? Aber okay. Diese ganze Diskussion, als das Spiel rauskam, über die gelb markierten Fässer und so. Und Vasen. Aber es ging vor allem um die Fässer, ne? Nicht um die Vasen. Aber ja... Der wirkt aus heutiger Perspektive mittlerweile ein bisschen lächerlich, ne? Ist das wirklich wert, dass man da so viel drüber redet? Ist das nicht so eine kleine Nichtigkeit? Adios, du hässliches Mistvieh. Ich höre Geräusche, die hören sich nah an. Ja. Warte mal, du lebst auch noch. Was zur Hölle? So, das war lustig. Das war doch lustig. Da lebt noch einer, komm, den kanonieren wir weg. Auch wenn das nachladen ist, ist es eigentlich nicht wert. Aber hey, wir sparen ein paar Schuss. Pistole oder was auch immer. Overkill. Damit hat er zumindest definitiv nicht gerechnet. Hey, wenn ich Leon wäre, ich würde jetzt einfach... Anscheinend haben wir unendlich Munition. Ich würde jetzt einfach die Burg einäschern hier. Warum haben die auch eine Kanone, mit der man nur auf die Burg selbst schießen kann? Selber schuld. Salazar hatte okay, mal eine Burg, wenn ich hier fertig bin. Naja, gut. Gehen wir. Ah, die Zelda schnarcht. Okay, es ist nur gerade die Katze neben mir schnarcht. Ich dachte, dass der Welpe winselt. Der Höhlentroll Urukai. Ist tot. Sorry, ich hatte genug für heute. Und das war jetzt ein sehr schönes Stichwort. Wo bist du? Ich habe auch genug für heute. Oh, stylische Maske. Können wir das hier eigentlich ausrüsten? Ach, sie kann entweder die stylische Maske oder die ist komisch, ne? Aber ja, ich rüste immer das Neueste aus. So, gehen wir in die Cutscene.
nur wieder weh. Ich habe solche Angst. Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich war etwas anderes. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Eben, bald seid ihr glückliche Mitglieder der Las Plaga. Gemeinsam. Gloria Las Plaga! Mein Messer fern, okay? Leon. Danke. Soweit wir lore-technisch wissen, erfüllt einem das Las Plaga-Dasein, auch wenn es nicht so aussieht, ne? Mit unglaublicher Glückseligkeit und Freude. Mit unfassbarer Glückseligkeit und Freude. Und da frage ich mich, ist es so schlimm? Ich meine, ja, man hat einen Wurm im Kopf und ist ein bisschen weird und eklig, aber man nimmt es nicht so wahr. Wisst ihr, das ist so ein bisschen wie der Flammenwerferkerl in Team Fortress. Der sieht überall Regenbögen und Glitzer und Zauber und rosa und in Wirklichkeit zündet der Leute an und die brennen. Aber so ein bisschen ist das, glaube ich, wenn man Las Plaga ist. Und im Endeffekt ist doch Realität, was mein Hirn mir sagt, was Realität ist, ne? Scheiß doch drauf, YOLO. Ich würde es drauf ankommen lassen. Komm, let's go, whatever. Wird schon ganz cool sein wahrscheinlich. Weiß nicht. Und wenn nicht, dann kann man ja immer noch, kann man sich immer noch irgendwie mit dem G-Virus infizieren. Der überschreibt wahrscheinlich. Ich glaube, ein G-Virus, der würde den Plugger dann wahrscheinlich auflösen und in die eigene DNA integrieren, wie es bei Lisa Trevor auch gemacht hat. Ich, bevor ich mich jetzt da lang durch das Schloss kämpfe, ey, weißt du, lieber ein bisschen glückliches Sektenmitglied werden. Warum nicht? Ist okay. Wenigstens ist man in der frischen Luft. Na, schön, Leute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Habt mich sehr gefreut. Ich gehe jetzt mal mit dem Hundi in den Garten und außerdem ist es höchste Zeit für seinen Mampfi. Ja, wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ab August geht's dann wieder los mit Livestreams. Ich guck mal, dass wir jetzt aber das Schloss vielleicht noch fertig kriegen, wirklich jetzt bis dahin mit ein paar extra Folgen. Aber mal schauen. Ich will nicht schon wieder zu viel versprechen. Also, Tschüssikowski, bis dann, Baba.